ich bin dann gegangen, weil ich die Frau besuchen wollte, die früher neben uns gewohnt hat. Die hat an dem Tag Geburtstag, habe ich dann einen Strauß Blumen überreicht. Da hat die sich so gefreut, da hat die mich richtig geküsst. Aber bei ihm hat sie aufgehört zu küssen. Da bin ich direkt abgehauen. Sagt sie, warum läufst du denn jetzt weg? Ich sage, schön neue Blumen holen. Ja, ich musste dann gehen, weil ich mal wieder zur Beerdigung von unserem Nachbarn musste. Vorher bei der Trauerfeier in der Kirche sagt der Pastor in seiner Rede, aber ein großer Kirchgänger war er nie. Sitzt einer neben mir, sagt er, und wenn sie ihn heute nicht mit 4 Mann reingetragen hätten, wäre er wieder nicht gekommen. Jetzt ist in der Kneipe auch einer, der hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, ist der 80 Jahre alt geworden. Hatte mir erzählt, dass seine Freunde für ihn zum Geburtstag eine Striptease-Tänzerin bestellt haben. Sagte, das machen die schon seit meinem 20. Lebensjahr. Alle 10 Jahre, wenn ich eine Runde Geburtstag habe, bestellen die eine Striptease-Tänzerin. Ich sagte, das ist doch ein schönes Geschenk, da hast du dich doch bestimmt gefreut. Nee, sagte, das ist doch immer dieselbe.